Also die Zürcher Höheklinik Wald ist eine sehr moderne Reha-Klinik, wo die Abläufe sehr gut funktionieren. Man kommt in ein eingespieltes Team rein, die Vernetzung untereinander wird gefördert. Es sind sicher einerseits Begegnungen miteinander, dass man eine sehr herzliche Zusammenarbeit pflegt hier, dass auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr gefördert und gefordert wird und dass ein sehr guter Teamgedanke herrscht. Wir haben hier den Mix zwischen Akutspital, wir haben Akutpflege und können aber doch noch eine Beziehung zum Patienten aufbauen. Wir müssen hier in Notsituationen selbstständig handeln, breit denken, schnell handeln und effektiv sein. Mitdenken ist sehr gewünscht. Also es ist so, dass man eigentlich in gleicher welcher Position angehalten wird, immer seine Ideen einzubringen. Es geht nicht nur um den Punkt, was ist aktuell, sondern was wird passieren, wie geht es weiter. Und das ist einfach das Fundamentale in der Rehabilitation. Man behandelt die Patienten gegebenenfalls auch mal für einen Monat oder vielleicht mal für zwei Monate. Dementsprechend geht es weit über das rein klinische Bild hinaus. Es werden viele psychische Komponenten, aber auch soziale Komponenten eingebaut, dass einem nicht nur den Patienten weiterhilft, sondern einem auch persönlich weiterhilft. Meistens sind die Patienten nicht da wegen einer speziellen Erkrankung, sondern haben viele Komorbiditäten. Das alles in einem stabilen System zu halten, ist für mich persönlich die größte Herausforderung. Die Herausforderung ist eigentlich, dass der Servicegedanke, den wir überbringen wollen, wirklich von allen Mitarbeitern auch verstanden und gelebt wird. Dass wir Patienten damit überraschen können, dass sie eigentlich wirklich jeden Tag zufrieden sind mit dem, dass sie schnell wieder gesund werden bei uns. Obwohl man recht in einer ländlichen Gegend ist, ist man innerhalb von 25 Minuten in Zürich Stadt.